Hier in dieser einen Minute sehen wir gleich mehrere Problemzonen. Wenn man den 1. Korinther 15 liest, da steht ja, dass 500 Augenzeugen von der Auferstehung gibt. Und Paulus sagt, einige von euch leben noch. So zu tun, als ob man sagt, wir haben hier 500 Augenzeugen. Und in Wirklichkeit ist es der Bericht einer vermutlich anonymen Person über 500 Augenzeugen. Das ist was gänzlich anderes als 500 Augenzeugen. Und nehmen wir einmal an, hier ist jemand, was weiß ich, der ist nur für tot gehalten worden. Man hat sich geirrt darin, dass er tot war und lief dann wieder rum, weil er halt einfach nur im Koma lag oder sowas. Dann ist es natürlich überhaupt nicht überraschend, dass wir 500 Augenzeugen sagen, die gesagt haben, ja, der lief dann noch rum. Das ist nicht überraschend. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass man eine römische Kreuzigung überleben kann? Ich sehe dich, oder? Nein. Habe ich das behauptet? Ja, ich habe nur gesagt, das ist eins von vielen Szenarien. Diese Mythen und Legenden sind schwer durch Fakten zu ersetzen, weil es intellektuelle Ehrlichkeit braucht und eine Bindung und Tendenz zu Ethik. Dazu kommt eine leichtsinnige Ignoranz der Logik. Und das führt zu peinlichen Aussagen und einer Demonstration von Unfähigkeit und Inkompetenz. Das wäre vermeidbar. Bis vor wenigen Jahren war auch ich der Meinung, dass Jesus wirklich so existiert hat, wie in der Bibel beschrieben, und dass dieser Mensch als getötet und dann wieder auferstanden sei. Ein Wunder. Und erst als ich kritisches Denken eingeführt habe in dieses Thema, da wurde mir klar, dass hier alles erfunden war, dass dieser Jesus so gar nicht gelebt hat und in der Bibel eigentlich nichts von der Wiederauferstehung geschrieben steht. Es wird suggeriert, aber nicht wirklich so gesagt. Und es gibt viele Behauptungen, so wie hier, die einen unbedarften Zuhörer glauben lassen, es sei alles dokumentiert, durch jede Menge Augenzeugen. Nur, wenn man mal nachsieht, dann stellt sich das alles als reines Wunschdenken raus, als Projektion der eigenen Vorstellung. Man möchte ja so gerne Bestätigung haben und greift dann nach dem kleinsten Hinweis, egal ob der realistisch ist oder gar wahr. Leider haben wir nur eine Quelle, die Bibel. Und die ist ja notorisch unzuverlässig, wie wir ja mehrfach bewiesen haben. Was genau passiert denn jetzt, wenn man mal selber nachsieht, was da wirklich steht? Also nicht blind das glaubt, was andere sagen, sondern das eigene Gehirn beansprucht. Hat, wenn wir das oben sehen, Maria beschrieben in Johannes Kapitel 20, hat eine Maria tatsächlich diesen Jesus am Grab gesehen, die behauptet? Nein, denn dort steht, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Haben die Jünger tatsächlich genau diesen Jesus auf dem Weg nach Emmaus oder wie immer man das ausspricht getroffen? Nein, denn dort steht, sodass sie ihn nicht erkannten. Und so geht das munter weiter. Weder seine Freundin noch seine Jünger haben also Jesus gesehen oder erkannt. Egal welche diese Behauptungen ich überprüfe, es ist immer nur Hörensagen und dann auch nie genau der Jesus, der wieder auferstanden sein soll. Und so ist es schließlich auch mit den 500 sogenannten Augenzeugen. Dass 500 Augenzeugen von der Auferstehung gibt. Man muss schon, unbedarft und sogar unehrlich sein, um hier 500 Augenzeugen auszumachen. Denn dort steht doch ganz klar, habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Also hier auch wieder lediglich ein Gerücht. Ihm ist von jemandem erzählt worden, dass irgendjemand gesagt hat, dass danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wer diese Brüder, wer das ist, wer die sind, wo die standen oder saßen oder sich aufhielten und warum keiner irgendetwas davon berichtet hat, all dieses erfahren wir nicht. Also müssen wir, wenn uns an Wahrheit, Aufrichtigkeit und Integrität gelegen ist, diese Erzählung als Märchen betrachten, bis jemand in der Lage ist, etwas an der Geschichte zu überprüfen, denn eine so außerordentliche Behauptung bedarf einer außerordentlichen Beweisführung.
würde denn ich blind auf Basis dieser stark subjektiven Erzählung mein Leben riskieren und mein Leben nach dem Tode bis in alle Ewigkeit? Nein, ich nicht. Thoren erklärt hier sehr schön, wo die Denkfehler von Omar liegen und welche logischen Fehlschlüsse hier gezogen werden. Wenn ich sage, ich glaube nicht, dass das Auto gelb war, dann sage ich nicht, das Auto war rot. Das Gegenteil von gelb ist nicht gelb. Zu sagen, das Gegenteil sei rot, ist völlig falsch. Ist doch ganz einfach. Elementary, my dear Watson, sollte man meinen.